Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zur Horizon Forbidden West. Wir sind im ehemaligen Las Vegas unterwegs und sind hier auf diese Störer getroffen. Inzwischen haben wir einen Weg zu den Glimmern. Da genau, bin ich sicher. Tauchermaske gefunden, um zu diesen Glimmern runterzutauchen. Eine tolle Sache, bis man eine Maschine in den Rachen stolpert. Pessimismus rettet vielleicht deine Haut, aber niemals deine Stimmung. Die hauen hier die ganze Zeit irgendwelche Sprüche raus. Hatte der Schraubenzähler den Krieg der Worte verloren. Oh, ein Zahnrad, Stamur. So, wir tauchen jetzt hier runter, weil wir suchen ja immer noch die Poseidon-KI. Können wir jetzt einfach runter mit der Maske? Anscheinend ja. Also wir haben jetzt keine... Ich kann hier unten tatsächlich atmen. Ja, anscheinend haben wir jetzt keine Atemluftbegrenzung mehr. Das ist natürlich praktisch. Poseidon hat hier wohl dieses Gebäude komplett unter Wasser gesetzt, also die KI, die wir suchen. Und deswegen müssen wir jetzt hier mit Tauchmaske so tief bin ich noch nie zuvor getaucht. Runter. Das ist natürlich cool. Ich sehe hier aber auch Klettersachen. Ich denke also, wir können das Wasser irgendwie ablassen. Was haben wir denn hier? Ist das Glimmer? Können wir das explodieren lassen? Nee. Ah, das ist so eine... Die hatten erzählt, dass es ganz viele Illusionen gab. Das ist wohl eine davon, die mit dem Meer zu tun hatten. Das heißt, wir haben jetzt quasi hier ein Unterwasserlevel, weil ich ja Unterwasserlevel so unglaublich cool finde. Naja. Aber gucken wir mal. Wie es hier so läuft. Wir können ein bisschen schneller auch schwimmen, ne? Ja. So. Der Datenpunkt. Pressemeldung, 4. Mai 2060. Diese Woche ist es 20 Jahre her, dass Stanley Chen eines der ehrgeizigsten Bauprojekte der amerikanischen Geschichte anpackte, trotz der ablehnenden Haltung vieler Amerikaner. Als er seinen Spaten in den ausgedörrten Boden stieß, scherzte der CEO darüber, wie Ressentiments gegen den politischen Einfluss Chinas Vegas in eine kochende Brutstätte nationalistischer Stimmungen verwandelt hatten. Sein immenser Reichtum diese aber abkühlen und sich die Amerikaner schließlich für seine Idee eines neuen Las Vegas erwärmten. Wer hätte damals gedacht, dass er zu einer der beliebtesten Persönlichkeiten der Rückforderungsära werden würde? Aber Stanley Chen war schon immer jemand, der allen Wahrscheinlichkeiten trotzte, wortwörtlich. Im Jahr 2035, während eines Treffens mit potenziellen Investoren im alten Tempo-Hotel, musste Chen entsetzt mit ansehen, wie sein Wasserfilterungs-Startup vor seinen Augen unterging. Er hatte zu spät bemerkt, dass sein ehemals zuverlässiger Anwalt entscheidende Patentinformationen an die Konkurrenz verkauft hatte. Die nachfolgende Kettenreaktion von geplatzten Geschäften brachte ihm schwere Verluste ein und letztendlich blieben ihm nur noch $88.000 auf seinem Konto. Och, nur noch. Am Boden zerstört beschloss Chen, seine Zukunft dem Schicksal zu überlassen. Er ging ins Casino und setzte die ganzen $88.000 beim Roulette auf die 8. Sie kam. Der Gewinn dieser 37:1 Wette betrug beinahe 3,2 Millionen. Genug, um seine Träume von einem erfolgreichen Unternehmen wieder aufleben zu lassen. Er machte sich wieder an die Arbeit, voller Dankbarkeit für seine zweite Chance. 5 Jahre später war nicht Chen in Not, sondern Vegas selbst. Die Heißzonenkrise hatte den Tourismus zum Erliegen gebracht. Immer weiter steigende Temperaturen hatten das Land völlig ausgedörrt. Wasser, das überall dringend gebraucht wurde, war für den Import zu teuer geworden. Die Stadt aufzugeben schien die einzige Option zu sein. Die Stadt der Lichter würde für immer dunkel werden. Aber Stanley Chen konnte das nicht zulassen. In 5 unglaublich erfolgreichen Jahren hatte er aus den $3,2 Millionen $200 Milliarden gemacht. Durch den Verkauf von Wasserfilterungstechnologie, die Daten beschädigt. Oh. Gebt uns doch einen Tipp. Haben wir hier jetzt? Nee. Eigentlich sind wir nur hier unten im Schacht und müssen suchen. Naja gut, wir können den Pfeilen folgen. Was ist denn jetzt hier eigentlich Phase? Finde Poseidon. Ja gut, das... Aber Schätze liegen lassen ist halt auch nicht so toll. Wir folgen einfach den bunten Lichtern, den Holographien hier. Och, ist das schön. Ui. Aber ja, wir können jetzt anscheinend durchgängig tauchen. Wir das schon? Audiodatenpunkt. Stanley Chen.
Achso. Genau hier fing es an, vor über 30 Jahren, als dieses Casino noch das Tempo genannt wurde. Eine große Wette wendete mein Schicksal. Aber jetzt hat das Schicksal seine grausamste Seite gezeigt. Allen. Ich muss die Lichter ausschalten. Ein letztes Mal. Und die Wasser meiner Wahlheimat werden versiegen. Tja, ein Traum muss sterben. Seefahrtslichter. Wenigstens kann ich mich noch verabschieden. Stanley Chen. Was hat er hier gemacht? Eine große Drachenfigur. Cool. Aber gut, Wasserfiltrierung hat er irgendwie gemacht. Und er hat hier in Las Vegas investiert. Ich habe Angst, dass ich hier einen Bossgegner machen muss unter Wasser. Da könnte es rausgehen. Skydon ist irgendwo hier unten. Ich muss dein Versteck finden. Hier steht einfach mal ein Auto. Tiefgarage? Nee. Warum steht hier ein Auto mitten in... Hey! Ist noch so ein Drachen, so eine Drachenfigur. Ich finde gerade sehr spannend hier diese Umgebung. Vielleicht mal ein bisschen schneller schwimmen. Bin schon sehr langsam unterwegs. Ich habe echt Schiss, dass hier irgendwie gleich eine Maschine angeschossen kommt. Das muss ja nicht sein. Ja. Der Ort ist riesig. Und alles ist unter einer Kuppel. Wow. Ich hoffe, die sieht mich nicht. Oh, hier ist Strömung. Okay. Seine Strömung. Ich habe Angst vor dieser Maschine. Ich habe echt Schiss vor dieser Maschine. Ich kann nicht gegen die Strömung anschwimmen. Ich muss umkehren. Okay. Ich weiß schon gar nicht mal, wo ich hergekommen bin. Also da ist eine starke Strömung da hinten. Aber wir müssen doch da irgendwo hin. Genau in die Richtung. Da ist noch irgendwie... Guck mal, da geht's runter. Vielleicht können wir irgendwie außen rum. Das muss das rote Licht sein, das Morgen sah, als das Wasser kam. Ah! Okay, das heißt, wir können... Ja. Holoprojektor. Nee, wir folgen dem jetzt einfach mal, wenn er das gesehen hat. Oh, wie viele Maschinen sind denn hier? Mann. Ich muss ja wirklich gestehen, als in den Trailern rauskam, dass viel unter Wasser gemacht wird, oder einiges unter Wasser gemacht wird, war ich skeptisch, weil ich unter Wasser Levels halt einfach nicht mag. Und hier haben wir es wieder bestätigt. Das sieht zwar super schnieke aus, aber ich fühle mich überhaupt nicht wohl bei dem. Oh Gott.
Vor allem weiß ich jetzt auch wirklich nicht, wo ich hin soll. Ich bin jetzt hier so ein bisschen... Ja, ich entferne mich eigentlich jetzt. Aber ich würde mal sagen, vielleicht hier dann hoch und hier hinten wieder runter oder sowas. Ich weiß es nicht. Hier gibt's nichts zu sehen. Nur Luftblasen. Was bist du eigentlich? Ein Aufspürergerät. Die können auch schwimmen? Okay. Das könnte vielleicht hinhauen. Hier sollte irgendwo eine Treppe sein. Wahrscheinlich die, da hinten die Treppe, da kam das Wasser her. Deswegen ist da die Strömung. So, und hier müsste irgendwo ein Aufgang sein. Ich meine, es sieht super schön aus. Ich meine, das hier ist ja sogar noch relativ reduziert. Jetzt, wo ist dieser blöde Aufgang? Aber wie gesagt, Unterwasser-Zeugs mag ich so gar nicht. Hier ist nix. Nee, muss auch eher dahin. Ah, hier geht's noch irgendwie. Da geht's ja tiefer, nicht höher. Okay. Ist noch ein bisschen Grünglanz. Hui. Okay. Das kriegen wir wohl nicht auf. Nee, hier ist auch nichts. Ich habe halt echt Angst, was passiert, wenn mich jetzt so eine Maschine erwischt. Können wir da irgendwie von oben reinschwimmen? Ich habe auch nicht so wirklich mega viel Überblick. Nee, da ist nichts. Kann halt sein, dass die Leiter oder Treppe oder was auch immer, dass es nur zugänglich ist, wenn das Wasser weg ist, weil hier waren ja auch viele Kletterstellen. Oh, ich höre doch schon wieder eine Maschine. So, hier ging es nicht wirklich weiter, oder? Cool, ist ziemlich trüb hier. Aber es sieht eher aus, als wenn da eine Wand käme. Ja, hier ist einfach nichts mehr. Also, wir müssen eigentlich hier rüber. Problem? Strömung. Was machen wir dagegen? Ich hatte jetzt gedacht, vielleicht können wir ja außen rum schwimmen, um dahin zu kommen oder sowas. Aber wir müssen doch wohl bei der großen Maschine da irgendwie um die Strömung herumfinden. Echt mal, ich bin nicht glücklich mit diesem Level. Vor allem, es geht so langsam. Es ist irgendwie cool, ja. Von der Aufmachung her und so, aber erstens... Ich kann von Maschinen erwischt werden. Zweitens, es ist unter Wasser. Drittens, es ist so langsam. Oh, hier sind Rolltreppen. Tarntang, kannst du dich verstecken. Das ist schön. Wo ist denn das blöde Vieh? Ich hör's doch. Säuremunition geht so schnell. Aber ich kann ja hier auch nicht schießen oder so. Nee. Kann ich irgendwas angreifen? Nee, ich kann nichts machen. Wenn ich erwischt werde, bin ich am Arsch. Na toll.
ich mich jetzt in was rein manövriert. Geh doch mal woanders hin. Diesen Tank nicht. Das ist das Problem. Ich sehe nicht, ob ich gut versteckt bin jetzt oder nicht. Oh. Also zurück zur Strömung. Zu dem großen Vieh. Hui, ein Riesenastronaut. Vor dem Vieh halt echt Respekt. Ich fürchte, das müssen wir nachher noch bekämpfen irgendwie. So, die Frage ist, wie können wir denn da rüber? So, und hier ist ja schon wieder die Strömung. Einmal Riesenvieh und einmal Strömung. Aber auch in alle Richtungen, ne? Seht ihr das? Hier nach links, in meine Richtung. Können wir jetzt irgendwie festhalten und weiter stoßen? Das ginge ja auch, aber nee. Vielleicht ganz nach oben schwimmen, haben wir aber, glaube ich, auch schon gemacht, mehr oder weniger, ne? Ich glaube, das Vieh ignoriert uns komplett. Habe ich zumindest das Gefühl. Ich hoffe es. Die Tür auf der anderen Seite. Die Koordinaten zu Poseidon führen das. Ja. Ich glaube nicht, dass ich von der Maschine unbemerkt dorthin komme. Sollte das rote Licht untersuchen, das ich vorher sah. Das rote Licht? Ja, da bin ich doch vorhin vorbei. Da ging doch nichts. Ey, echt jetzt? Untersuche das rote Licht. Ey, gerade konnte ich es nicht triggern. Ich war schon da. Und da dachte ich, okay, es geht nichts. Ja, super. So ein Käse. Ja, jetzt zeigt es mir... Oh. Ich hätte es doch einfach... Ach, Mensch. Madam, kritische Überflutung erkannt. Automatische Ablaufsteuerung offline. Um ein Notfallablassen auszuführen, müssen die Primär- und Sekundärpumpen manuell zurückgesetzt werden. Aha. Das Ablassen kann in der Pumpenwartungsstation ausgelöst werden. Wenn ich das ganze Wasser ablasse, kann ich diese große Maschine auf trockenem Boden bekämpfen. Ja, toll, ich freue mich schon. Anscheinend muss ich zuerst ein paar Pumpenknoten zurücksetzen. Der Karte nach sollte südlich von hier ein Zugriffspunkt für den ersten Knoten sein. Ja, da war ich doch gerade erst. Ach Mann. Und das alles nur, weil ich noch extra triggern musste, dass ich dieses blöde... Ja, geil. Zum Glück scheinen die unter Wasser nicht ganz so gut zu sehen wie die über Wasser. Das ist ja immerhin etwas. Wir reagieren nicht ganz so schnell darauf. Oh. Nix da.
doch nur die Vorratskiste noch holen. Verschwindet schon. Nee, da muss ich hin. Ach, Mist. Das bisschen hat sich ja jetzt nicht gelohnt. Jetzt sind wir ja eigentlich fast da. Da ist der Zugriffspunkt. Sollte nicht zum Pumpenknoten führen. Hey. Es muss hier unten ein ganzes Netzwerk dieser Tunnel geben. Wasserleitungen für eine ganze Stadt. Wo muss ich ran? Bin quasi da, aber... Oder muss ich jetzt einfach hier erstmal weiter schwimmen? Versuchen wir es mal. Scheint so. Du bist der primäre Pumpenknoten? Hey? Ich komme von hier nicht in den Vorsprung. Kann ich irgendwie rausklettern? Der Lumière Grand Vorfall. Der erste Knoten ist jetzt abgeschaltet. Ich glaube, das letzte Mal war ich während des Lumière Grand Vorfall hier unten. Eine Fehlfunktion hatte zu Waschmitteln in den Rohren geführt. Aus jedem Brunnen kam Schaum. Als wir es panisch reparieren wollten, sah ich hoch und jeder in der Lobby jagte Seifenblasen so groß wie Basketbälle. Erwachsene und Kinder. Ein magischer Moment in dieser unmöglichen Stadt. Süß. Der erste Knoten ist jetzt abgeschaltet. Ich glaube, das letzte Mal war ich während des Lumière Grand Vorfalls hier unten. Eine Fehlfunktion hat zu Waschmitteln in den Rohren geführt. Aus jedem Brunnen kam Schaum. Als wir es panisch reparieren wollten, sah ich hoch und jeder in der Lobby jagte Seifenblasen, so groß wie Basketbälle, Erwachsene und Kinder. Ein magischer Moment in dieser unmöglichen Stadt. Noch eine Aufnahme von Stanley Chang. Wie soll ich denn hier rufen? Kann noch weiter runter hier, aber lässt er mich auch nicht, oder? Nee, kann ich nicht. Da ist mein Reittier. Ach Gottchen, wo bin ich denn? Ah ja, gut, doch klar. Das müsste ja in der Nähe sein. Aber ich muss jetzt da... Hä, wie soll ich denn hier hoch? Doch, ich muss gucken, ob ich irgendwo... Ich kann keinen Pfeil und Bogen verwenden. Aber hier ist ja auch nicht viel, wo ich hinschwimmen könnte. Wenn das Wasser noch wärmer wäre, würde ich schwitzen. Ist doch schön, dass das Wasser warm ist. So, das ist auch der einzige Ausgang hier jetzt. Da leuchtet was, aber das ist nur so ein heilendes Dingsbums. Oder? Ja. Ah, da ist was. Aha. Aha. Das Vieh konnte Löschwasserangriffe, ne? Wie sieht's denn mit meinem Outfit aus? Schwach. Nee, stark gegen Löschwasser. Sehr gut. Dann bleiben wir auch dabei. Hier können wir noch was sprengen. Erstmal sprengen, Leute. Zeit ist hoch zu jagen.
haben wir hier? So, dann lassen wir mal das Wasser ab. Guck mal, hier haben wir einen Bauplan oder so. Ich hoffe, jetzt kommen nicht alle Maschinenmonster hier reingerannt. So. So, ein Knoten weniger. Ach so. Ich schwimme besser hoch und finde den Zugriffspunkt für den zweiten Knoten. Ich muss jetzt zurückschwimmen. Ja, ich muss zurückschwimmen. Stimmt, ich hatte jetzt gedacht, jetzt geht das Wasser schon runter, aber nee, wir müssen ja zwei Knoten machen. Der Karte nach sollte der Knoten auf der anderen Seite der Kuppel sein. Oh, ja, schön. Du meinst da bei der Maschine? Ich würde sagen, es ist aber schon spät. Ich schleiche mich noch ein Stückchen weiter, so. Weil wahrscheinlich wird es da auch ein Rätselchen geben. Und dann werden wir wahrscheinlich beim nächsten Mal gegen einige Maschinen kämpfen müssen. Ja. Ach nee, da ist auch noch so eine kleine Petze. Hat ja auch noch seinen Weg. Der Große schwimmt da oben. Oje, mini, mini. Okay, der schwimmt aber hier vorbei. Oh, der hat aber doch einen relativ umfangreichen Weg. Naja, gut. Ich würde sagen, beim nächsten Mal machen wir dann das zweite Ventil. Hoffentlich unentdeckt. Und dann werden wir uns dieses große Monster vornehmen müssen, was wir ja eigentlich auch schon mal besiegt haben, ne, mit Talana. Von daher sollte das schon irgendwie passen. Und zwar mit einer schwächeren Rüstung als jetzt. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei und wir sehen uns bis dann, mein Lieben. Ciao, ciao.